Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe wie immer den Dom dabei. Servus. Und wir gucken uns an Dead Guy L gegen 4 Color Loam. 4 Color Loam hier, Spieler hier Max von Eternal Battlegrounds, ein Twitch-Streamer, der mittlerweile auch relativ viel auf YouTube macht. Und ja, meine Wenigkeit mit Dead Guy L, Kampf der größten deutschen Twitch-Streams, Legacy, gegen Twitch. den größten Achso. deutschen Twitch-Legacy-Streamer, gegen den größten deutschen Legacy-YouTuber. Vor allen Dingen, das ist ja das Dead Guy L, ansonsten hätten wir den Fight of Bling Bling gesehen. Ja, den Fight of Bling Bling mit Dead in Texas tatsächlich. Es ist tatsächlich so, dass das Max mir für dieses Event, was wir da abgehalten haben, auch ein Dead Guy L mitgebracht hat, weil ich selber nicht aufbauen konnte. Oh, stimmt. Ja. Das war ziemlich witzig. Hier ist ein Mulligan von Dead Guy L. Mhm. Blastzone runter. Witzig, es ist beide Decks mit Moxen, ne? Ja, aber einer mit Chrome Mox, der andere mit Diamond. Mox Diamond, genau. Aber beide mit Moxen, das ist halt schon. Fetchland. Green Sun City. Das ist mächtig. Interessanterweise hier natürlich kein Blau auf dem Tisch. Ja. Aber, ja. Das ist halt irgendwie ein witziges Matchup, finde ich. Auf jeden Fall. Ich weiß halt gerade gar nicht, wen ich da favoren soll. Hat Dead Guy L die Combo drin? Ja. Dead Guy L hat die Combo drin, plus es ist tatsächlich so, dass ich finde, Dead Guy L ist hier ein bisschen weiter vorne durch den Discard. Mhm. Wenn du halt early eine Knight rausnehmen kannst oder da ist eine Bitterblossom Turn 1. Also wenn du halt early irgendwas rausknallen kannst, was der Loam-Spieler nicht beantworten kann, was ja passieren kann, dann bist du relativ schnell weg vom Fenster. Ja, okay, Bitterblossom kriegt der Loam-Spieler halt weg und es ist ein bisschen langsamer, wenn jetzt natürlich ein Knight als Follow-up kommt. Ja genau, jetzt muss halt aber auch der Knight kommen. Okay, wird gecycelt. Ich dachte gerade, was macht der denn? Da war auch ein Knight von oben. Okay, 2 Mana Bob. Auch beide Decks mit Bob tatsächlich. Stimmt. The U-Trains. Genau. Da kommt eine Fairy. Oh, der hat die schon Old Border, die Knights. Ja, natürlich. Old Border voll, genau wie der Bob Decays. Ich habe gerade ein bisschen feuchten Abutz. So, ansonsten da Fetchland. Ja, okay, die Wastelands sind halt nutzlos. Ja, genau. Also man kann hier wunderschön auf Ebenen gehen. Hier wird einmal der Token ausgepackt. Damit es wenigstens schön ist. Okay, der Tokenstapel ist tatsächlich größer als meiner. Ja. Das soll schon was heißen, sagst du? Ja, ich habe ja irgendwie eine Fiktillion Goblin-Token. Ja. Dann nimmt man hier, glaube ich, jetzt einfach die Ornithopter als 1-1 Flieger. Ja, 1-1 Flieger, passt. Sind zwar schwarz, aber egal. Der ist gealtert. Nee, das ist der umgedrehte. Aus Unstable, glaube ich. Oh, Swords to Plowshares. Hier respektiert man auf jeden Fall den Value vom Bob. Ja. Das muss man, glaube ich, auch in den. Da ist auf jeden Fall ein schöner Smog auf der Hand. Das ist gut. Chain of Smog kann hier relativ schnell ausmachen. Mhm. Aber ich frage, ob man jetzt Chain of Smog einfach splammt. Ja, das ist halt die Frage. Man kann jetzt Chain of Smog knallen. Der Gegner wird halt nicht zurückwerfen. Aktuell kann 4 Color Loam auch die Knights nicht spielen. Hier geht man wirklich einfach für den Smog dich. Mhm. Das heißt, da geht jetzt ein Knight und ein Ding. Jetzt die Frage, wirft man das Smog zurück? Wahrscheinlich hundertprozentig nein. Also ich habe ganz selten den Fall bisher gehabt, dass das Smog tatsächlich zurückgeworfen wurde. Oh, Chess. Die will man, glaube ich, auf 2 legen. Die will man eigentlich auf 2 legen, ja. Aber auf 1 ist die halt auch nicht so schlecht, aber nicht so. Ja, man hat halt einen von 4 Spells schon weg mit Swords to Plowshares. Mhm. Dementsprechend. Gut, da kommt dann Der Trigger, ein Leben weniger plus ein Doktor mehr. Kann halt nur einer von angreifen. Richtig, aber einer davon kann auch angreifen. Hier wird über irgendwas geredet, irgendwer wird erwürgt. Irgendwas mit runden Objekten. Das ist Duel. 3 Mana? 3 Mana? Die Kaya ist richtig strong. Vor allem auch, weil man hier entweder die Chalice exilen kann oder man kann jetzt eben anfangen und die Länder zu exilen. Ja. Und das gefällt Loam natürlich überhaupt nicht. Und wenn man damit Kaya hoch genug ist, weil aktuell sind es halt schon mal 3, kann man halt auch einfach mal Damage schießen. Oder sind es 4? Es sind 4, stimmt.
Sind vier. Ja, und man generiert Infinite Blocker durch die Bitter Blossom. Genau, das heißt, der Gegner kommt da nicht dran. Da ist ein Maze of If. Ja, hier wird gewastelandet. Für irgendwas. Ja. Hätte man, glaube ich, warten müssen mit der Kaya. Ich denke, hier hätte man warten müssen mit der Kaya. Caracas. Beat für zwei. Oh, kein Maze of If-Aktivierung. Aha. Wurde vielleicht vergessen. Dann. Ja, man hat drei. Gibt man nochmal minus zwei, nimmt man die beiden Länder raus. Das ist jetzt halt gut, weil jetzt können wir keinen Wasteland-Lock reinlaufen, durch Loam. Genau, und auch kein Knight und sonst was. Also das ist schon. Ja, jetzt hat man sich als Dead Guy, als Vor-Color-Loam-Spieler halt auch davon abgeschnitten, selber den Knight zu holen. Ja. Zu spielen, weil jetzt hat man gerade kein Land. Ja, vorher hat man einfach kein Weiß. Was noch viel, viel schlimmer ist aktuell. Ja, Wasteland. Dann plus, nimmt man die beiden raus, kriegt man nochmal zwei Leben. Oh. Du, der wird die ganze Zeit vergessen, Leben zu kriegen und zu verlieren. Und nee, verloren hat es bisher immer. Aber die zu bekommen gerade, weil man es nicht gewohnt ist wegen den Knights. Genau, dann kriegt man zwei Damage. 16 zu 16, okay. Ja, ansonsten, da ist jetzt eine Weißquelle. Eine Runde wieder zu spät. Sehr, 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 sehr ungeil. Man lässt das, man macht das mit einem Go? Hat man die K auf der Hand? Nee, aber man kann den Knight ja nicht spielen. Das eine ist ja Maze of If. Maze of If macht keinen Mana. Stimmt. Ja, Attack mit 4. Einer wird rausgenommen. Gibt man auf 13. Jo, komm mal, die Dings. Ich weiß nicht, wie viele Karten im Exile sind. Ich gerade auch nicht. Okay, wird minus 1 gemacht, wird noch eine Chalice exiled. Okay. Da ist ein Karagas, das ist ein Knight. Ja, da kann man jetzt den. Es wird schon ins Exile gelegt. Nein, noch nicht so ganz. Schlimm ist es dann doch nicht. Genau, da kommt der Knight. Kann man überlegen, was man nimmt, ob man hier. Bayou, glaube ich. Ja, braucht die Schwarzquelle zur Not, ne? Ich denke, das ist ziemlich wichtig. Man könnte auch einen Skrupp nehmen, aber Skrupp ist nicht gut. Man nimmt die schon Bayou. Schöne Schwarzrandigen. Oh ja, die schönen teuren. Dann geht man hauen. Ja, auch Credits für die Caracas. Und ja. Und 2, 4, 6, 8 Damage. Minus die Kaya, tot. Du bist tot. Gut. 1-0, Kaya ist verdammt gut in diesem Matchup. Das ist richtig impressive. Ja, weil halt Graveyard very wichtig ist, ja, sehr wichtig ist. Das halt, Das ist schon ziemlich gut. Ja, ansonsten vom Sideboarden, Dead GL kann hier Swords to Plowshares reinnehmen. Eine wichtige Karte könnte Veil of Summer sein, die reingenommen werden könnte. Bei Four Color Loam. Und ansonsten vielleicht ein bisschen mehr Graveyard Recurrence. Dead GL kann hier, glaube ich, einfach nur sowas wie Eliminate so reinnehmen. So Rest in Vindicate. Peace. Rest in Peace ist, glaube ich, gar nicht im. Doch, ist im Deck. Ja, genau, sowas könnte man halt nehmen. Ist halt die Frage, ob man dann die Kaya. Da muss man aber die Kaya rausschmeißen. Nö, Kaya kann stimmt, immer noch ja was plusen. Zerstören, kannst sie trotzdem plusen. Und die Stärke ist ja immer noch, dass sie dann immer noch tödlich ist. Da kommen mehr Hände rein. Aha. Ich glaube, das sind die Hände von MTG mit Patrick. Bin mir gerade aber nicht ganz sicher gewesen. Das war jetzt irgendwie interessant. Das war die ganze Zeit, glaube ich, noch nicht einmal passiert, dass man drei Hände auf dem Schild gesehen hat. Wir hatten schon einen Hund. Ja, stimmt. Der hat ja auch schon die Kommentatoren geschlagen mit seinem Schwanz. Oh ja. Oh ja. Gut. Hier haben wir jetzt. Oh, Disenchant. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Eine Disenchant. Mox. Crozen Grip. Moxland. Okay. Da ist eine Fracture. Fracture macht natürlich auch alles außer Länder und Kreaturen kaputt. Da geht ein Smog rein. Okay. Hier will man Fracturen. Fracture. Bam. Da müsste man theoretisch. Will man da für das Rote gehen und dann. Nee, 2 Damage bringt halt nicht so viel. Aber es ist halt schon mal. Denke ich, sehe noch eine Hymn. Du bist 3 Mana-Quellen losgeworden, ey. Ja. Wie viele Chains spielt Dead Guy? 2.
weil sie jetzt einfach nur zwei davon, zwei bis drei Witches, einfach nur, weil sie sie einfach random auch gut im Deck spielen können. Sie müssen nicht unbedingt das sein. Ich weiß nicht, warum man hier auf Duel geht. Ah, man hätte ja auch einfach auf den Sumpf gehen können. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Oh, Kolaghans, auch richtig strong, dass man den nie los wird. Das war ein da ist noch ein Sword of Fire and Ice. Mox und eine Erscheinung. Bettersgeil, ist auch nicht so das, was man haben möchte. Ja, nehmt man einfach mal das Schwert. Ja, okay, dann. Wir hoffen, dass der Gegner jetzt was macht. Frage ist jetzt natürlich für den Gegner, geht er fürs Wasteland, geht er ins Crozen Grip? Ich glaube, er geht ins Crozen Grip. Ich würde mit dem Crozen. Fortsies, dann kommt da wahrscheinlich jetzt das Crozen Grip. Ja, safe. Die Frage ist, was zerstört man mit Crozen Grip? Auf jeden Fall das Schwert oder könnte man hier auch für den Mana-Stein gehen? Boah, der Gegner hat zwei Mana. Du reagierst mit Dead Gael ja eigentlich massiv auf zwei Mana, deswegen hat es eigentlich keinen Unterschied. Ja, stimmt schon. Gut, bei der Hand wäre es jetzt effektiv gut gewesen, weil man hätte danach immer noch Wasteland können. Ja, ja. Okay, du bist jetzt halt. Okay, da ist eine Knight und eine Vraska. Ich glaube, mit dem Spirit auf der Hand kann man hier wirklich den Knight lassen, weil der Knight muss ja eine Runde liegen, bevor er aktiviert wird. Die Frage ist, ob man sie spielen kann. Genau, dann geht alles runter. Zwei Leben sind verloren. Knight ist auf der Hand. Zieht mir eine Karte. Das. War ein Land? Ne, ich glaube, eine Broplicae. Uff. Bin mir aber gerade nicht sicher. Da kommt der Knight. Damit hat man gerechnet. Dann geht man in die. Genau. Jo, damit kann man arbeiten. Skyclave Operation. Das war auf 3, wollte ich gerade sagen. Das ist ein Fetchland. Und der Go, okay, das muss anscheinend irgendwas anderes gewesen sein. Ja, oder mal wart, bis man mit dem Spirit irgendwas macht. Ja. Wasteland hat auch noch nichts gehittet. Ich glaube, das war eine Witch. Nee, ein Bob. Okay. Bob hier natürlich auch richtig strong. Ja, jetzt gerade, wenn so dahin geht, dass man hinten dran ist. Unfatal Push ist das auf der Hand, okay. Uff. Ja, Fetch, Go, Trigger Bob. Trigger Wasteland. Bob ist natürlich sweet. Trigger Bob Wasteland ist sehr, sehr gut. Hier geht man auch fürs Wasteland tatsächlich. Interessant. Ja, man hat ja zwei Mana, ne? Die noch man ist halt weit vorne am Board. Man schlägt jede Runde für 4, für 6. Okay. Man hat die Battlescale schon auf der Hand. Also als ZGL-Spieler kann man sich immer ein bisschen was gönnen. Ja, stimmt. Da ist der höchste Hit ist raus. Gefährlich. Fetch Lily. Okay. Jetzt nicht die beste Karte gegen Dead GL. Oftmals spielt Dead GL hier selber. Vor allem jetzt einfach nur den Bob los. Ja, den zusätzlichen Bob, der eh nicht so relevant war. Das ist ein Bob-Trigger. Der Bob, der ist auch gerade echt gottlaubig. Ja, guter Bob-Trigger, gut. Weil jetzt Bob und Chromox war jetzt nicht so geil. Ja, okay, das sieht der Gegner aber nicht, ne? Ja. Fortis. Aber vor allem jetzt kein grünes Mana offen gehabt, um Veil zu aktivieren. Richtig stark. Richtig stark. Ja, vor allem jetzt hat man den Chromox, hätte man den Chromox noch auf der Hand gehabt, um die Lilly zu. Boah, Top Deck, Knight. Fetch. Push. Kurz. Alle Antworten. Ja. Hier ist gerade echt alle Antworten von Dead Girl. Das sieht ziemlich dominant gerade aus. Das ist echt heftig. Ja, der Knight war aber auch fett genug. Ne? Ja, der Knight war sonst unzerstörbar. Eliminate auch noch. Dinge, die der Gegner aber trotzdem nicht sehen will. Und Caracas als Land. Heißt, die Kombo ist auch Essig. Ja. Jetzt kommen nochmal 5. 4 gehst du auf 6, genau. Chromox nimmt Eliminate raus. Okay. What? Hardcast, Bettersgeil. Hier wird noch nicht mal mehr richtig getappt, weil hier wird einfach doch okay. Ja, 0-2. Überfahren wie ein Bus. Deadgeil überfahren wie ein Zug für. Also Deadcore for Cologne überfahren wie ein Zug. Genau. Ja. YouTube besser als Twitch, würde ich sagen. Alles klar, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.